Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 15. Januar 2019. Ich möchte nochmal erwähnen, dass ab nächstem Monat erscheint monatlich mein Newsletter und das könnt ihr ab sofort abonnieren. Dieses Abo ist kostenlos, fühlt euch zu nichts verpflichtet. Und dann bekommt ihr monatlich mein Newsletter und das beinhaltet ein bestimmtes Thema, was ich beschreibe, erkläre, dann auch die Tendenz des Monats, was ist zum Erwarten in einzelnen Monaten. Und diejenigen, die mein Newsletter abonnieren, bekommen jeden Monat Angebote, was für andere nicht gilt. Meine E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. Ganesha brauchen wir bei jedem Neubeginn. Begünstigt diese Zeit einen Neuanfang. Und Ganesha herrscht über die Astrologie. Und jetzt zu diesem Bilder. Hier erscheint die vier Grundelemente. Feuerelement ist die Begeisterung, ist auch aktiv. Und das ist Feuer und Flamme zu sein von etwas. Das kann man kaum bremsen. Die Erde-Element symbolisiert unseren Planet Erde, auch die Natur, die Bodenständigkeit und Realität auch steht für Materie. Die Luft-Element gibt uns die Leichtigkeit, bringt uns zu neuen Ideen, neuen Gedanken und vermittelt Worten, hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Und Wasser-Element ist das Unbewusste, auch unseren Träume und hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. In jedem Element sind drei Tierkreiszeichen vertreten. Wir starten mit Tierkreiszeichen Widder in Feuerelement und die Tierkreiszeichen Widder gibt die Bewegung, also beweglich, setzt alles in Bewegung, bekommt einen Impuls und setzt das in Bewegung. Die Festhaltende ist die Löwe. Das stabilere, Festhaltende, etwas unbeweglich als jetzt die Widder. Und die dritte Tierkreiszeichen in Feuerelement ist die Schütze. Die Schütze hat die Dualität, hat von beiden etwas. Das wird anderes beschrieben als in westlichen Astrologie. In westlichen würde die Schütze die bewegliche. Also hier bei indischen Astrologie ist die Schütze das duale Prinzip. Genauso ist das im Erdeelement, die bewegliche ist Steinbock, das Festhaltende ist Stier und Dualität zeigt die Jungfrau. Luftelement ist die bewegliche, die Waage, das Festhaltende ist Wassermann und Dualität zeigt Krebs. Im Wasserelement ist die bewegliche Krebs, das Festhaltende ist Skorpion und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Fischen. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession und das bedeutet, die Bewegung unserer Sonne, die gesamte Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr entspricht etwa 26.000 Jahren und es gibt auch die Monate und wir leben jetzt zur Zeit in Wassermann-Zeitalter. Und diese Präzession wird bei der Berechnung berücksichtigt und das bedeutet, das ist eine andere Berechnung, ein anderes Ergebnis,
Nicht wundern, wenn ich hier erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als im westlichen Horoskop. Aber die indischen ist die präzisere und das übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Das könnt ihr vergleichen. Suraya ist die Sonne und Suraya befindet sich ab jetzt ein Monat lang im Tierkreiszeichen Krebs, Tierkreiszeichen Steinbock, im Tierkreiszeichen Steinbock und gibt die Monatsthemen. Die Steinbock ist beweglich, das heißt, wir können einiges in Bewegung setzen. Die Erdeelement bedeutet Realität, also unsere Ideen, all das, was uns begeistert, können wir in Realität umsetzen. Und wir haben zurzeit dieses Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, einen festen Boden unter unseren Füßen. Und wir sollen in diesem Monat auch um Materie und die Finanzen kümmern. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Halbmond ist vorbei. Mond bewegt sich schneller als die Scheinbewegung die Sonne ist. Soma ist Mond. Soma befindet sich im Widder in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Ashwini. Und das bedeutet Heilung, ein Heilenergie. Hat einen Einfluss von Sternbild Walfisch. Und dazu gibt eine Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Cassiopeia. Cassiopeia ist ganz leicht zum Finden im Sternenhimmel. Das ist wie ein W, ein Doppel-W. In die Nähe von großen Bär, kleinen Bär oder großen Wagen, kleinen Wagen. Also ihr findet ganz leicht Cassiopeia im Himmel. Cassiopeia war eine Königin. Und Cassiopeia hatte eine Tochter Andromeda. Und sie erzählte überall, wie schön ihre Tochter ist. Und dass sie sogar schöner ist als die Meeresjungfrauen. Und das haben die Meeresjungfrauen auch erfahren und da haben sie bei Poseidon beschwert. Poseidon ist der Gott des Meeres, ist nichts anderes als Neptun. Also die Meeresjungfrauen haben sich beschwert. Daraufhin wurde Poseidon zornig und schickte den Walfisch im Königreich, diese prahlende Königin zu bestrafen. Und genau dieser Walfisch hat einen Einfluss auf die heutige Mondbewegung. Das ist auch ein Sternbild im Himmel zwischen Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Widder ist zum Finden. Also kam dieser Walfisch an im Königreich und dachte, oh, warum sollte ich das tun, was Poseidon mir gesagt hat, ich mache doch, was ich will. Also trifft eigene Entscheidung und nimmt die Königstochter Cassiopeia und fesselte in einen Felsen. Cassiopeia hatte so eine Angst gehabt, weil in die Nähe war Medusa, die furchterregend mit ihren Schlangenhaaren. Und jeder hat erzählt, wenn jemand Medusa erblickt hat, bekommt Angst. So war das bei Andromeda auch, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda, tötete Medusa und die beiden, Perseus und Andromeda, haben sie sich verliebt. Dieser Walfisch ist heute wichtig zum Betrachten, weil dieses Sternbild hat einen Einfluss, beziehungsweise Mond empfängt etwas, saugt auf wie ein Schwamm und reflektiert uns weiter. Was hat dieser Walfisch gemacht? War auf die Reise,
musste einen Befehl ausführen und dachte, ja, warum sollte ich das machen? Ich treffe mir eine eigene Entscheidung. Und das kann heute passieren, dass ihr jemanden beauftragt und hat das eigene Kopf und trifft eigene Entscheidungen. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und Mars ist nicht nur die Kraft, wie wir uns durchsetzen können im Leben, sondern Mars steht für alles, was bewegt, auch Auto, Sport, Reisen, Veränderungen. Und das ist eine männliche Kraft, männliche Energie. Das heißt, das trifft die männlichen Personen. In diesem dualen Zeichnen heißt, die Männer brauchen auch Bewegung, aber eine gewisse Stabilität. Und hier im Wasserelement bedeutet Handeln nach Gefühl oder haben die Bedürfnis, an ihren Gefühlen zu hören oder ihren Gefühlen in Ausdruck zu bringen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und das ist Buddha, also nicht wundern. Hier wird mit 2D geschrieben und das bedeutet, wenn jemand schon erleuchtet ist. Ich habe aber kein anderes Bild für Merkur. Also Buddha steht für Planet. Merkur wird aber mit 1D geschrieben, mit 2D bedeutet schon eine Erweiterung und das würde schon die Erfahrung, die Erleuchtung schon bedeuten. Aber hier in diesem astrologischen Bild bedeutet für uns der Planet Merkur. Also Merkur steht in oder bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Jupiter ist Guru, da habe ich aber kein Bild dafür, also von der indischen Götterwelt. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und Venus, da habe ich ein Bild aus der indischen Götterwelt, von indischen Mythologie, Lakshmi. Lakshmi ist auch in Skorpion, symbolisiert Venus. Saturn ist in Tierkreiszeichen Schütze. Und mit Saturn endet die persönlichen Planeten. Und diese Planeten und Sonne und Mond haben einen Einfluss mehr auf unsere Persönlichkeit, auf unser persönliches Leben, auf den Alltag. Und dann kommen die äußeren Planeten, die haben andere Funktionen. Jetzt betrachten wir die Elemente. Feuerelement ist betont, Mond, Merkur, Saturn. Wasserelement ist betont, Jupiter, Venus, Mars. Und Sonne befindet sich im Erdeelement. Was fehlt, das ist die Luftelement. Es ist nicht weiter schlimm. Sondern wenn wir versuchen, in Einklang zu sein mit dieser Energie, mit dieser kosmischen Energie, wir finden den inneren Gleichgewicht, wenn wir in diese Richtung orientieren und zulassen, dieses Luftelement. Und das bedeutet, von etwas loslassen, endlich aufatmen oder zu dieser Leichtigkeit kommen oder unseren Ideen vermitteln, kommunizieren miteinander. Und so kommen wir in Gleichgewicht. Und jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus befindet sich im Widder, bringt Veränderungen oder löst Veränderungen aus. Neptun befindet sich in Wassermann, zeigt unsere Träume, unsere Visionen und Pluto konzentriert auf den inneren Kraft, ist im Schütze, nach dieser indischen Berechnung natürlich.
die Verbindungen, weil das bedeutet, hier habe ich eingeordnet, wo Sonne, Mond und die Planeten sich heute befinden, aber sie sind miteinander vernetzt. Sie kommunizieren miteinander. Und dieser Verbindung möchte ich sagen, Mond steht mit Mars in eine schöne Verbindung. Mars im Fischen, Mond im Widder, das ist benachbarte Tierkreiszeichen und da kommt die Nähe, die Unterstützung. Die Mars-Energie bringt etwas im Fluss oder zeigt Gefühl und Mond hier in diesem Mondhaus Ashwini bringt die Heilung. Und das ist die Vertrautheit und Nähe. Und das, was gerade die männlichen Personen brauchen, weil sie haben gerade dieses Bedürfnis. Merkur steht in Verbindung zum Jupiter. Jupiter im Skorpion, Merkur im Schütze, wieder benachbarte Tierkreiszeichen, kommt wieder das Vertrautheit und Nähe. Hier nehmen die Gespräche zu oder Gespräche über eine rechtliche Lage. Jupiter steht in Spannung zum Neptun. Jupiter-Neptun-Spannung und das, wenn jemand versucht, etwas vorzuspielen oder betrügen, etwas erzählen, ein Märchen erzählen und Jupiter empfindet das als übertrieben oder empfindet das als Betrug oder Ungerechtigkeit. Also durch diese Scheinwelt, diese trügerische Seite von Neptun findet Jupiter als ungerecht. Damit können wir auch rechnen. Mond bewegt sich relativ schnell, etwa 13 Grad pro Tag. Das heißt, Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und durch diese schnelle Bewegung löst im laufenden Tag noch etwas aus. Und wird Nachmittag, Mond kommt Nachmittag zu einer Verbindung zum Saturn. Mond-Saturn-Verbindung Nachmittag verbindet sich zwei Feuerelemente und das ist eine harmonische Verbindung. Und Saturn belehrt, so wie wir das auch fühlen, und kommt etwas, was uns begeistert. Und das sollen wir auch ernst nehmen. Abend, gegen Abend kommt Mond in Verbindung zum Merkur. Und das würde bedeuten, das wäre der richtige Zeitpunkt, etwas mitteilen. Also nach Sonnenuntergang, Abendsstunde. Das wäre gut möglich, gerade bei Mondenergie, was um Gefühlen handelt. Symbolisiert aber auch die Mutter, entweder mit der Mutter zum Sprechen oder über Gefühle zum Sprechen, das Bereinigen. Feuerelement reinigt auch. Das wäre eine gute Zeit, miteinander zum Kommunizieren. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus?
Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jeden da, das ist nicht für jeden geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.